Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich heiße Maria, ich bin Deutschlehrerin und auch dein Sprachcoach. Auch wenn du es noch nicht gewusst hast. Seit 2018 bin ich als dein Sprachcoach auf Instagram unterwegs und habe bereits jede Menge Content produziert, also Videos. Mittlerweile lade ich jeden Tag ein Video auf Instagram hoch. Eins finde ich aber sehr schade. Ich investiere so viel Zeit und Arbeit in jedes einzelne Video und dann rutschen sie nach unten und niemand sieht sie. Ich werde oft gefragt, warum ich meine kurzen Videos nicht auch auf YouTube hochlade. Deshalb habe ich eine Sammlung aus meinen Lieblingsvideos erstellt, die ich schon mal auf Instagram oder auch auf TikTok gepostet habe. Und hier ist sie. Wenn du etwas Neues lernen möchtest und eventuell auch ein bisschen lachen möchtest, dann schaue weiter. Los geht's! Das sagst du auf Deutsch, wenn die Verbindung schlecht ist. Hi, kannst du mir 500 Euro leihen? Wie bitte? Ich habe schlechten Empfang. Ich meine, kannst du mir 500 Euro leihen? Ich höre dich nicht. Ich glaube, ich habe kein Netz. 500 Euro. Ich verstehe kein Wort. Ich höre dich abgehakt. 500! Es hat keinen Sinn. Es war wieder abgebrochen. Wir telefonieren einfach die Tage, okay? Mach's gut. Tschüss. Wie tschüss? Vielleicht 300? Aufgelegt. Sollen wir am Wochenende Picknick machen? Gute Idee. Gute Idee. Sag ich doch, gute Idee. Und ich sage, gute Idee. Hörst du das nicht? Du sprichst zwei kurze Vokale, dabei ist es ein langer Vokal. Ich glaube, das war doch keine gute Idee. Wie du meinst. Niemand will mit mir Picknick machen. Du musst dir unbedingt dieses Video anschauen. Es ist so komisch. Komisch? Warum lachst du denn? Ja, weil es komisch ist. Ich glaube, du meinst witzig oder lustig. Wenn etwas witzig oder lustig ist, dann lachen wir drüber. Und wenn etwas komisch ist, dann verstehen wir es meistens nicht und finden es merkwürdig. Hast du vielleicht noch ein Beispiel? Klar. Wenn du zum Beispiel Witze erzählst, dann sind sie meistens komisch und nicht witzig, weil sie sowieso keiner versteht. Ach so, was? Du, ich habe vorhin deinen Ex in der Stadt gesehen. Er interessiert mich doch gar nicht. War er alleine? Nein, er war anscheinend mit seiner Neuen unterwegs. Okay, und wie sieht sie aus? Geht so. Sie kann dir überhaupt nicht das Wasser reichen. Was kann sie nicht? Sie kann dir nicht das Wasser reichen. Sie kann nicht mit dir mithalten. Man kann euch zwei nicht mal vergleichen. Du bist viel hübscher. Oh, danke, Süße. Du bist so eine gute Freundin. Und was hatte sie an? Nichts Besonderes. Also... Entschuldigung, wie kann ich Ihnen helfen? Haben Sie dieses Kleid in Größe M? Passt es nicht? Leider nicht. Es ist zu eng. Einen Moment, ich schaue nach. Hättest du nicht so viel gefuttert? Haben Sie etwas gesagt? Ich meine, das Kleid ist gefüttert. Sehen Sie? Deshalb passt es bestimmt nicht. Ja, kann sein. Sie hat doch gefuttert gesagt. Manchmal brauchen wir das Wort sehr gar nicht. Es gibt auch andere Optionen. Sehr klein, klitzeklein. Sehr groß, riesengroß. Sehr schnell, blitzschnell. Das Essen war sehr gut. Sehr satt, pappsatt. Sehr müde, todmüde. Sehr nass, pitschnass. Ich weiß nicht, ob du das kannst. Hä? Das Modalverb können drückt eine Fähigkeit oder eine Möglichkeit aus. Hier würde das Verb dürfen besser passen. Es geht ja um eine Erlaubnis. Also lieber darf ich anstatt kann ich.
Bitte, ich soll wirklich auf die Toilette. Du meinst sicherlich, ich muss. Das Modalverb müssen deutet auf eine Notwendigkeit hin, während das Verb sollen einen Auftrag anderer Leute darstellt. Okay, darf ich jetzt? Ich muss wirklich. Noch eine Minute und es ist zu spät. Hättest du es doch gleich so gesagt. Na, renn schon. Kinder, Kinder. Sag mal, wieso hast du dich so aufgebrezelt? Was habe ich gemacht? Ich meine, wieso hast du dich so aufgetakelt? Was? Ich verstehe nicht. Ich will einfach wissen, warum du dich auf einmal in Schale geworfen hast. In welche Schale? Was redest du? Ich frage dich, warum du dich so hübsch gemacht hast. Ach so, keine Ahnung, mir war langweilig. Nächstes Mal, wenn dir langweilig ist, lern lieber ein bisschen Deutsch. Warum ist meine Haut so fett? Deine Haut ist fettig. Und meine Haare sind auch fett. Ich habe sie erst gestern gewaschen. Vielleicht wäschst du sie zu oft. Und ja, sie sind auch fettig. Ach so, okay, fettig. Und mein Bauch ist auch fettig. Sorry, Süße, aber dein Bauch ist fett. Wenn etwas fettig ist, dann ist das Fett nur auf der Oberfläche. Und wenn etwas fett ist, dann enthält es viel Fett. Danke für die Erklärung. Gerne. Dafür sind doch Freundinnen da. Wir fahren in 2 Stunden los. Würdest du schon mal den Koffer einpacken? Einpacken? Bist du dir sicher? Ja, klar. Mach, was ich sage. Na gut. Sag mal, was hast du gemacht? Ich habe den Koffer eingepackt, so wie du es mir gesagt hast. Das habe ich doch gar nicht gemeint. Weißt du, man kann den Koffer packen, aber Kleider in den Koffer einpacken. Alles muss man selbst machen. Hallo. Ich habe letzte Woche eine Bestellung aufgegeben und immer noch keine Rechnung erhalten. Guten Tag. Ich verstehe. Wahrscheinlich lag es daran, dass man es als Bestellung und Rechnung ausspricht. Was für eine Frechheit! Ich schreibe eine schlechte Bewertung. Solange es eine Bewertung ist, haben wir kein Problem damit. Kann ich mit der Geschäftsleitung sprechen? Sehr gerne. Aber es ist die Geschäftsleitung. Geschäftsleitung. Mir reicht's. Auf Wiederhören. Ich brauche keine Rechnung. Es funktioniert. Hey, gehen wir am Wochenende shoppen? Nein, ich lege mein Geld auf die Seite. Auf welche Seite? Auf die rechte Seite oder auf die linke Seite? Du kannst doch trotzdem shoppen gehen. Das sagt man, wenn man Geld spart. Also für etwas aufhebt. Aha, und wofür legst du das Geld auf die Seite? Für ein Haus? Da kannst du aber lange warten. Wie du willst, aber ich gehe am Samstag shoppen. Überleg's dir. Tschüss, ich muss los. Falsch. Was ist daran falsch? Ich muss gehen. Das ist ein langer Vokal. Richtig wäre, ich muss los. Ach so, los. 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 Perfekt! Los! Ich muss los! Jetzt habe ich vergessen, warum ich eigentlich gehen wollte. Vielen Dank für das Gespräch. Wir melden uns die Tage bei Ihnen. Danke! Tschüss! Sie melden sich die Tage? Welche Tage? Wie lange soll ich warten? Verzeihung, ich bin immer noch dran. Die Tage bedeutet demnächst, in den kommenden Tagen. Sie müssen also nur ein paar Tage warten. Danke. Auf Wiederhören. War das peinlich? Den Job bekomme ich nicht mehr. Aber zumindest weiß ich, was die Tage bedeutet. Was kostet der Kuli? Der Kuli kostet 1 Euro. Sie meinen sicherlich, der Kuli kostet 1 Euro. Nein, der Kuli kostet 1 Euro. Der Euro. Akkusativ maskulin. 1 Euro. Aber auf der Straße höre ich immer, das kostet 1 Euro.
Vielleicht hören Sie, das kostet 1 Euro. Umgangssprachlich wird das E verschluckt und das N verlängert. Aber Akkusativ bleibt Akkusativ. So was Blödes aber. Wenn das Ihnen zu blöd ist, dann kostet der Kuli 2 Euro. Nur für Sie. Hey, ich hoffe, du hast es nicht vergessen. Am Wochenende ist mein Umzug. Ich zähle auf dich. Dieses Wochenende? Oh, da kann ich gar nicht. Ich habe einen wichtigen Termin. Also, lässt du mich jetzt im Regen stehen? Nein, es soll ja auch gar nicht regnen. Jemanden im Regen stehen lassen bedeutet jemandem in einer schwierigen Situation nicht helfen. Ach so, dann komme ich zumindest am Samstag. Danke, besser als gar nichts. Bis Samstag. Bis Samstag. Hallo zusammen, ich heiße Luisa. Freut mich, Luisa. Mich auch. Hi Leute, mein Name ist Luca. Schön, dich kennenzulernen, Luca. Ebenso. Okay. Ich bin dran. Schön, dass du da bist, Tran. Es freut mich sehr, Tran. Ich heiße nicht Tran. Ich bin dran bedeutet, ich bin an der Reihe. Wie heißt du denn? Ich heiße Maria. So langweilig. Hättest du es auch gleich gesagt. Das wollte ich doch. Das war's für heute. Sag mir bitte Bescheid, ob es dir gefallen hat und wenn ja, welches kurze Video deiner Meinung nach besonders gut war. Mittlerweile habe ich so viele Videos, dass ich dieses Format auch öfter auf YouTube posten könnte. Und gib mir bitte einen Daumen nach oben, falls du magst, was ich hier auf YouTube mache. Wenn du nicht weißt, was ein Daumen ist, kann ich es dir gern erklären. Dann können wir gleich alle Finger wiederholen. Das ist der kleine Finger. Das ist der Ringfinger. Das ist der Mittelfinger oder der Stinkefinger. Das ist der Zeigefinger. Und das hier ist der Daumen. So sieht ein Daumen nach oben aus. Und über dein Abo freue ich mich umso mehr. Danke dir für die Unterstützung. Ich würde sagen, wir sehen uns bald wieder. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Welches Video soll ich heute auf Instagram posten? Das könnte witzig sein. Stimmt.